die Arbeitsmarktzahlen, die aktuellen, bekannt geben. Das sind jetzt die Monatszahlen mit Ende August. Wir haben derzeit, und hier ist die Grafik dazu, 286.000 Personen, die beim AMS arbeitslos gemeldet sind. Das sind etwas mehr, als das Ende Juli der Fall war, weil es gibt um diese Zeit immer einen leichten saisonalen Anstieg schon mit Ende August, der sich in den nächsten Monaten auch fortsetzen wird. Für uns ist immer der Vergleich, wie hat sich die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Monat August 2019 entwickelt, und da liegen wir sehr gut. Wir liegen rund 7.000 Arbeitslose höher, als das noch 2019 der Fall war. Wenn man sich den langjährigen Vergleich ansieht, da sieht man die Zahlen der Arbeitslosen im Vergleich zum jetzigen Zeitpunkt, also Ende August 2021 ist die Nulllinie, und da sieht man, letztes Jahr waren über 85.000 Personen mehr arbeitslos, 2019 im Jahr mit einem Beschäftigungsrekord waren 7.100 Personen weniger arbeitslos als jetzt 2021, und die Jahre davor hatten wir immer höhere Arbeitslosigkeiten. Also die Arbeitslosigkeit entwickelt sich weiter in die richtige Richtung, es gibt weiter eine positive und unerwartend rasche Entwicklung in Richtung Abbau der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum relevanten Monat der Vorjahre. Es sind weiter 60.000, genau genommen 61.000 Personen in Schulungen. Auch da gibt es einen leichten Rückgang im Vergleich zu den letzten Monaten. Das liegt einfach daran, dass am Arbeitsmarkt die Nachfrage nach Arbeitskräften sehr hoch ist und deshalb Menschen aus Schulungen sehr rasch auch vermittelt werden können. Wir haben gleichzeitig weiterhin ein Rekordniveau an offenen Stellen. Wir stehen bei 114.000 offene Stellen, die beim AMS gemeldet sind. Sie wissen ja, das ist nur ein Teil der offenen Stellen. Es gibt eine Plattform, die auch offene Stellen aus Portalen einbezieht, und da kommen wir dann auf viel höhere Zahlen. Aber die gemeldeten offenen Stellen sind auf Rekordniveau. Wenn man die Leerstellen dazu nimmt, die 9.000 ungefähr, dann sind es 123.000 offene Stellen, die relativ rasch verfügbar sind. Die Kurzarbeit haben wir schon letzte Woche auch bekannt gegeben, dass in der Phase 5 jetzt mit Anfang Juli die Nutzung der Kurzarbeit sehr stark, auch unerwartet stark zurückgegangen ist auf unter 50.000 Personen. Genau genommen sind es 49.900 Personen, die für Kurzarbeit vorangemeldet sind. Auch da ist immer dazu zu sagen, ist eine Voranmeldung. Das heißt nicht, dass alle auch tatsächlich dann abgerechnet werden, aber gegeben, dass am Anfang einer Phase die Personen, die vorangemeldet sind, meistens auch abgerechnet werden, rechne ich ungefähr auch mit so einer Zahl, die dann auch abgerechnet wird. Wir haben in der Kurzarbeit natürlich viele Firmen, die noch stark betroffen sind, die noch schwere Umsatzausfälle haben aufgrund von Corona im Reiseverkehr zum Beispiel, im Bereich der Stadthotellerie. Es gibt aber auch, und muss man auch dazu sagen, einige Firmen, nicht viele, aber einige Firmen, die Kurzarbeit beantragt haben aufgrund von Lieferengpässen. Also da schlägt jetzt durch. Gegeben, dass das noch dazu kommt, sehe ich die Anzahl der Menschen in Kurzarbeit als durchaus gering an, und ich glaube, auch da sind wir richtig unterwegs. Es gibt eine gute Dynamik insgesamt. Natürlich ist die Lage am touristischen Arbeitsmarkt viel besser als noch vor einem Jahr. Wir haben zum Beispiel 19.000 Personen weniger arbeitslos im Tourismus österreichweit als noch vor einem Jahr. Da ging die Arbeitslosigkeit am stärksten zurück. Wir haben einige Bundesländer, die schon das Niveau von 2019 erreicht haben. Im Juli waren das schon Kärnten und Niederösterreich, die weniger Arbeitslose hatten als 2019 im Juli. Im August kamen die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg dazu, die das Niveau von 2019 unterschritten haben. Insgesamt also eine weitgehende Normalisierung der Lage am Arbeitsmarkt mit kleinen Einschränkungen. Die Kurzarbeit ist noch eine Einschränkung, und die Branchen, die noch betroffen sind aufgrund von Corona, die besonders betroffen sind. Wie es weitergeht, wird natürlich entscheidend davon abhängen, wie sich auch die Pandemielage entwickelt, ob es noch stärkere Einschränkungen im Herbst geben muss. Wir gehen im Moment davon aus, dass das nicht der Fall ist. Ich rufe immer dazu auf, sich auch impfen zu lassen, weil das auch natürlich ein Beitrag dazu ist, dass am Arbeitsmarkt die Lage weiter positiv bleibt. Es ist eine individuelle Entscheidung, aber es gibt eine Verantwortung, glaube ich, auch gegenüber allen anderen, die möglicherweise durch stärkere Einschränkungen dann am Arbeitsmarkt wieder negativ betroffen werden. Das heißt nicht, dass am Arbeitsmarkt keine strukturellen Herausforderungen existieren, auch wenn sich der Arbeitsmarkt normalisiert hat. Wir werden natürlich weiter die beiden großen Programme
führen. Das Qualifizierungsprogramm, die Corona-Job-Offensive, geht weiter bis Ende nächsten Jahres. Und das Programm Sprungbrett zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen geht natürlich jetzt erst richtig los im Herbst, mit 1. Oktober im Vollausbau. Und da geht es darum, die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die stark gestiegen ist, wieder auf das Vorkrisenniveau zurückzubringen. Wie geht es generell arbeitsmarktpolitisch weiter? Ich glaube, der Zeitpunkt ist angesichts der Dynamik und angesichts der Erholung am Arbeitsmarkt gut, um auch einen Reformdialog zu starten über die Gestaltung einer Arbeitslosenversicherung neu. Da gibt es ja schon einige Beiträge und Ideen, und ich glaube, es macht Sinn, das jetzt systematisch anzugehen. Und das Ziel wäre ein Reformpaket, das gut austariert ist, und das folgende Ziele, die man jetzt auf der Folie sieht, erfüllt. Und ich glaube, die Ziele einen alle Beteiligten, egal aus welcher ideologischen Richtung, egal aus welcher Institution. Wir wollen mehr Menschen in Beschäftigung bringen. Wir wollen Einkommen besser absichern im Fall von Arbeitslosigkeit. Und wir wollen Vermittlung beschleunigen. Das sind die drei großen Ziele. Und natürlich wollen wir auch intern einen treffsicheren Einsatz von Mitteln am Arbeitsmarkt. Und so ein Reformpaket, dass das im Rahmen einer Arbeitslosenversicherung neu erzielt, wäre jetzt doch ein recht großer Schritt. Das derzeitige Modell der Arbeitslosenversicherung stammt im Wesentlichen seinen Grundzügen aus den schon 40 Jahren, 1949. Gab einige größere Reformschritte, aber der letzte größere Reformschritt in den 70er Jahren. Das heißt, da gibt es durchaus auch ein Potenzial, jetzt die Dinge wieder stärker an die aktuelle Arbeitswelt anzupassen. Was ist mir sehr wichtig in diesem Reformdialog? Es geht mir um eine evidenzbasierte und faktenbasierte Diskussion. Also das Abgehen von den üblichen ideologischen Justamentstandpunkten. Und ich bin sehr froh, dass sehr viele Beteiligte schon gesagt haben, sie freuen sich auf eine offene und intensive Diskussion. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir schaffen, die Evidenz, auch die wissenschaftliche Evidenz, die es zu diesem Thema gibt, vom Arbeitsmarkt gibt es viele Daten in vielen Ländern, dass wir die einbeziehen in eine Reform der Arbeitslosenversicherung auch in Österreich. Der zweite Punkt ist eine breite Beteiligung. Da gibt es natürlich viele Gruppen, die auch da ein Wort bekommen sollen und ein Wort bekommen müssen. Sozialpartner, die Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und Arbeitslosen, Menschen mit Behinderung, auch eine große Gruppe am Arbeitsmarkt, Beschäftigungsgruppen am Arbeitsmarkt, die vielleicht in einzelnen Branchen besonders stark vertreten sind. Natürlich auch internationale Expertinnen und Experten. Wir wollen, das ist der vierte Punkt hier, über den österreichischen Tellerrand hinaus blicken, aber natürlich auch das Gespräch mit Betroffenen, von Arbeitslosigkeit Betroffenen. Ich glaube, das ist wichtig, einen breiten Prozess aufzusetzen, wo alle ihre Meinungen einbringen können. Ich bin auch schon zugegangen auf und werde es auch noch tun in den nächsten Wochen auf die Sozialsprecher im Parlament. Natürlich wird das Parlament in jeder Phase dieses Diskussionsprozesses einbezogen werden. Wichtig wird sein, aus meiner Sicht, dass wir differenziert diskutieren. Ich glaube, der Arbeitsmarkt ist ein typisches Beispiel, wo es starke Differenzierungen gibt zwischen den verschiedenen Gruppen. Es gibt den oder die Arbeitslose, den Arbeitslosen, der hunderte Bewerbungen schreibt und keine Stelle bekommt, weil er vielleicht nicht die Qualifikation hat und weil er vielleicht älter ist. Da braucht es mehr Unterstützung. Gibt aber sicher auch Personen, die vielleicht arbeiten könnten Vollzeit, das aber nicht machen, weil eben unsere Systeme so gestaltet sind, dass es da nicht den Anreiz dafür gibt. Und ich glaube, diese differenzierte Diskussion ist wichtig. Man kann sich durchaus vorstellen, auch die Systeme, die wir haben, so zu gestalten, dass sie etwas problemadäquater sind und auf diese Differenzierung auch eingehen. Wie schaut der Zeitplan dieser Diskussion aus? Den sehen Sie jetzt hier. Wir werden jetzt eben mit der Diskussion starten, natürlich die verschiedenen Gruppen treffen, verschiedene Veranstaltungen auch planen, auch natürlich Gespräche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Expertinnen und Experten einplanen. Und das Ziel ist, bis Dezember, bis vor Ende des Jahres 2021 Zwischenergebnisse zu berichten und mit dem ersten Quartal 2022 idealerweise auch ein konkretes Paket, Reformpaket
vorzulegen, das dann ins Parlament kommen soll. Ich glaube, es ist sinnvoll, jetzt diese größere Aufgabe anzugehen. Wir waren jetzt lange mit Corona und dem Abwenden von Unheil vom Arbeitsmarkt beschäftigt. Jetzt, glaube ich, ist der Zeitpunkt, an die Zukunft zu denken. Unabhängig von den Corona-Folgen am Arbeitsmarkt, die wir weiter natürlich bekämpfen werden, uns Gedanken zu machen, wie denn eine Arbeitslosenversicherung der Zukunft ausschauen soll. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundesminister. Ich darf Sie nun einladen, Fragen zu stellen. Herr May, bitte. Zum Thema Arbeitslosenversicherung neu passt vielleicht ganz gut ein Interview von Sozialminister Mückstein, das er heute in der Wiener Zeitung gegeben hat. Da geht es um AMS-Vorschlag, Nebenverdienstmöglichkeiten einzuschränken bzw. zu streichen. Wo stehen Sie da in der Diskussion? Wie passt es rein in die Arbeitslosenversicherung neu? Und inwiefern streitet da der Arbeitsminister mit dem Wirtschaftswissenschaftler bei der Entscheidung? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, es gibt Branchen wie die Gastro oder zum Beispiel Friseure, die händeringend nach Arbeitskräften suchen und keine finden. Wo gehört da eher nachgebessert? An den Arbeitsbedingungen oder an den Zumutbarkeitsgrenzenbedingungen? Ja, vielen Dank. Ich bin natürlich im Austausch mit dem Gesundheits- und Sozialminister Mückstein und er hat ja auch im Interview gesagt, er freut sich auf eine Diskussion. Es, glaube ich, macht jetzt keinen Sinn, ganz am Anfang der Diskussion einzelne Punkte herauszugreifen. Natürlich ist die Frage des Zuverdienstes eine interessante Frage. Natürlich die Höhe des Arbeitslosengeldes, Zumutbarkeit ist angesprochen. Es gibt verschiedene Aspekte der Arbeitslosenversicherung, die Teil dieses Reformdialogs sind. Aber es geht um ein Gesamtpaket, das gut austariert ist. Und es macht sehr wenig Sinn, aus meiner Sicht, einzelne Punkte herauszugreifen, ohne den Gesamtkontext zu sehen. Und das ist das große Ziel in der Diskussion, den Gesamtkontext nicht aus den Augen zu verlieren. Aber ich glaube, das Ziel eint uns, Menschen besser, schneller zu vermitteln und besser abzusichern. Arbeitskräfte. Ich weiß, dass viele Betriebe im Moment Schwierigkeiten haben, Arbeitskräfte zu finden. Zum Teil ist das eine Folge des raschen Aufschwungs, der Dynamik, den niemand so rasch erwartet hatte. Aber zum Teil wird das sicher auch etwas sein, wo wir langfristig aufgrund der Demografie Herausforderungen haben und auch strukturelle Probleme am Arbeitsmarkt. Ein Punkt ist Qualifizierung, das gilt für die Fachkräfte, die gesucht werden. Ein anderer Punkt ist sicher auch, ein Potenzial zu nutzen, das wir nicht so stark nutzen wie bisher. Das sind zum Beispiel ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da geht es darum, dass beide Seiten, glaube ich, sich bemühen, sowohl die Seite Vermittlung, Arbeitsmarktservice und wir mit der richtigen Unterstützung. Natürlich aber auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die vielleicht gewohnt waren, bisher zum Teil einfach auf ein größeres Potenzial zurückzugreifen. Wir werden das in den nächsten Jahren brauchen. Patentrezept gibt keins. Es gibt wahrscheinlich auch da ein Austarieren, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Vereinbarkeit, Beruf und Familie, bessere Vereinbarkeit von älter werden und Arbeitsmöglichkeiten und gleichzeitig aber auch die bessere Unterstützung durch uns, wenn es darum geht, die Menschen möglichst rasch im Arbeitsmarkt zu integrieren. Als nächstes Frau Hirländer, bitte. Herr Minister, es gab ja 2017 schon einmal die Diskussion darüber, die Notstandshilfe abzuschaffen. Ist das für Sie denkbar? Wie gesagt, es ist, glaube ich, schwierig, ganz am Anfang Dinge auszuschließen. Das würde ich aber als einen Punkt tatsächlich ausschließen. Die Notstandshilfe, also für alle, die hier sind, es geht also um die Arbeitslosenversicherung, die aus der Arbeitslosengeld besteht, dass man einen gewissen Zeitraum erhält, je nachdem, wie lange man versichert ist und wie alt man ist. Und danach gibt es die Notstandshilfe, die man unbegrenzt bezieht, solange man am Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Und ich würde ausschließen, dass wir da am Grundstock des Systems etwas ändern. Frau Nindler, ATV, bitte. Ja, ich wollte fragen, weil Sie vorher auch schon die Impfquote im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt, wie gut der funktioniert, angesprochen haben. Gibt es da auch Berechnungen, wie hoch müsste denn die Impfquote sein, dass es eben keine Auswirkungen mehr auf den Arbeitsmarkt hat? Und es gibt da heute einen Vorstoß auch vom Harald Marat, der will eine steuerfreie Prämie, die Unternehmer für Geimpfte auszahlen. Wäre das ein Anreiz, den Sie auch unterstützen würden oder welche andere Anreize fürs Impfen würden Sie denn am Arbeitsmarkt gutheißen?
Ich glaube, es ist entscheidend, dass die Impfquote besonders hoch ist. Also eine konkrete Höhe, glaube ich, kann niemand nennen, weil selbst die Epidemiologen, Epidemiologinnen nicht sagen können, wie hoch sie sein muss, damit die Kapazitäten auf den Krankenhäusern, insbesondere in der Intensivstation, reicht und es nicht, wenn es eine Welle gibt, die relativ rasch kommt, es wieder zu Schwierigkeiten kommt. Insofern am Arbeitsmarkt ist entscheidend, möglichst hoch, ob das jetzt 70% sind oder ob es 65% oder 75% sind, kann ich nicht sagen. Da muss man, glaube ich, die Expertinnen, Experten befragen. Selbst die, glaube ich, können das nicht seriöserweise sagen, weil eben auch durch Veränderung des Virus sich immer wieder verändernde Umstände ergeben. Je höher, desto besser. Und jeder Anreiz, glaube ich, ist zu unterstützen. Mein Ansatz ist, einen möglichst niederschwelligen Zugang zur Impfung. Das wirkt, glaube ich, am stärksten. Jetzt kann man sich zusätzliche Anreize überlegen. Wir wissen aus der Forschung, niederschwelliger Zugang, wir sollten überall dort impfen, wo Menschen sind. Vor dem Supermarkt, wo auch immer Menschen hingehen, bei Veranstaltungen, beim Fußballspiel, wo auch immer. Ich glaube, das wird das Entscheidende sein. Die Länder, die schaffen, die Impfung in so nahe wie möglich an die Menschen zu bringen, werden die meisten Menschen zur Impfung bringen. Wir haben zwei Gruppen von Leuten, die noch nicht geimpft sind. Diejenigen, die das einfach verschoben haben, nie die Zeit gefunden haben, das nicht so wichtig finden, die kann man überzeugen mit einem niederschwelligen Zugang. Und die Gruppe, die sich vehement gegen Impfungen ausspricht, kann man auch mit allen Anreizen nicht überzeugen und auch mit einem niederschwelligen Zugang nicht. Aber ich glaube, wir haben genug Leute, die sich impfen lassen würden. Wir müssen jetzt uns bemühen, dass wir die Impfung so einfach zugänglich wie möglich machen. Kann man sicher diskutieren. Wie gesagt, ich glaube, der niederschwellige Zugang ist noch wichtiger aus meiner Sicht. Prämien und Anreize zusätzlich kann man durchaus diskutieren, aber der Zugang ist, glaube ich, noch entscheidender. ORF, Herr Schwitzer, führen Sie bitte. In der Debatte ums Arbeitslosengeld gab es ja immer wieder die Idee, dass die Nettoersatzrate mit der Zeit sinkt, also ein degressives Modell. Kann das am Ende dieses Diskussionsprozesses stehen? Sind Sie für ein degressives Arbeitslosengeldmodell? Soweit ich informiert bin, war auch schon im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, an denen ich ja nicht beteiligt war, ein degressives Modell ein Thema. Das wird sicher Teil der Diskussion sein. Und wenn wir über bessere Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit sprechen, dann muss es ja irgendwo auch eine bessere Absicherung geben. Und das wäre in gewisser Weise durch ein degressives Modell möglicherweise gut erfüllt, muss aber nicht so sein, wird sicher Teil der Diskussion sein. Eine Frage noch von Frau Hierländer, bitte. Sprich, das Arbeitslosengeld soll angehoben werden. Das kann durchaus am Ende der Diskussion stehen, aber wie gesagt, das wäre jetzt etwas zu früh zu sagen, dass das der Fall ist. Noch APA, Herr Schlemmer, bitte. Ich hätte eine Frage, bis wann soll das Reformpaket dann in Kraft treten? Und noch ein anderes Thema, Sonderbetreuungszeit für Eltern bei Corona-Fällen in der Schule. Kommt da noch was von Ihnen? Es beschäftigt auch einige Eltern. Das Paket als Gesamtpaket sollte Anfang nächsten Jahres stehen. Dann wird es natürlich eine parlamentarische Diskussion geben. Ich hoffe, dass es in diesem Zeitplan auch bleiben kann. Das würde für ein Inkrafttreten wahrscheinlich irgendwann im Laufe 2022, 2023 sprechen. Je nachdem muss ja auch nicht alles gleichzeitig in Kraft treten. Das wird man sich sicher genauer anschauen. Sonderbetreuungszeit. Wir werden natürlich weiterhin die Lage beobachten. Und schauen, ob das notwendig ist. Es gibt jetzt schon eine Reihe von Möglichkeiten für Eltern. Es wird sehr stark davon abhängen, da sind wir in sehr engem Gespräch, wie denn die Regeln in den Schulen bezüglich Quarantäne aussehen. Ich habe vor kurzem auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Da werden wir darauf aufsetzen müssen und dann schauen müssen, wie das geregelt werden kann. Es gibt die Möglichkeiten jetzt schon. Wenn es notwendig ist, werden wir da eine Lösung finden. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, bedanke ich mich für Ihr Interesse und einen schönen Tag noch. Vielen Dank.